Neurologische Erkrankungen, 100% sichere Erwerbsminderungsrente? Guten Tag, mein Name ist Frank Weise. Ich bin Rentenberater bei rentenbescheid24.de und verantwortlich für den Bereich Erwerbsminderungsrente. Jeder zweite Deutsche hat schon einmal eine Erkrankung mit Nervenbeteiligung durchgemacht. Sie sind sehr vielgestaltig, betreffen Gehirn oder Nerven und sind eben wirklich nervig. Sie führen häufig zu langer, nebst Existenzsorgen. Wie komme ich nun zu meinem Recht, wenn wieder so ein schwieriges Schreiben der Krankenkasse oder der Rentenversicherung geflattert kommt? Wir helfen Ihnen, richtig zu reagieren, kämpfen für Ihre Ansprüche auf die gesetzliche Rente. Wir bereiten auf die Reha vor, stimmen uns mit Ihren Ärzten ab, stellen den Rentenantrag. Nach Ablehnung führen wir das Widerspruchsverfahren. Wir bereiten Sie auf Gutachten vor. Und wir tragen auch Mitklage vor dem Sozialgericht vor. Neurologische Erkrankungen und Erwerbsminderungsrente jetzt auf einen Blick. Demenz. Demenz muss schwerwiegend genug sein, um das tägliche Leben zu beeinträchtigen. Für Demenz zur Erwerbsminderung sorgt die Krankenversicherung erstmal fürs Krankengeld und die deutsche Rentenversicherung für eine Reha. Bleibt letztere vergeblich, kann die Krankenversicherung eine Verrentung verlangen. Schlaganfall und Hirnblutungen. Schlaganfall und Hirnblutungen sind oft begleitet von Lähmungen, erschwertem Gehen, Schluckproblem, Sprechproblem, doppeltes oder fehlendes Sehen, Schwindel, Kopfweh, schlimmstenfalls mit Todesfolge. Direkt danach ist an Arbeit eher selten zu denken. Für die Hälfte der Betroffenen ist an den Rückkehr ans Arbeitsleben überhaupt nicht mehr zu denken. Sie bleiben dauerhaft arbeitsunfähig. Dann entlasten wir die Betroffenen und kümmern uns um ihre Rentenansprüche. Hirntumore. Hirntumore kennen keine Früherkennung. Sie beginnen oft mit Kopfschmerzen, epileptischen Anfällen, Verhaltensänderungen, Hirnleistungs- oder auch wieder Sehstörungen. Nach intensiver Therapie mit Operation, Bestrahlung, Chemotherapie bleibt die angstbesetzte Dauerfrage, kommt der Krebs wieder? Es heißt also, kürzer zu treten. Wir kämpfen hier für Ihre gesetzliche Rente. Epilepsie. Epilepsie rührt daher, dass Hirnzellen nicht richtig arbeiten können. Krämpfe, auch epileptische Anfälle genannt, können bis zur Bewusstlosigkeit führen. Epilepsie ist kein grundsätzliches Hindernis für eine Erwerbstätigkeit. Allerdings ist ab einer bestimmten Anfallsfrequenz und Intensität die Erwerbsfähigkeit aufgehoben. Wir helfen bei rentengerechter Darstellung. Die Hirnhautentzündung. Eine Hirnhautentzündung bezeichnet eine Entzündung der Gehirn- und Rückenmarkshäute. Schwere Verläufe können ernste Beeinträchtigungen in der Leistungsfähigkeit nach sich ziehen, bis hin zur dauerhaften Erwerbsminderung. Wir helfen, eine Berentung auch hier gegenüber Ihrem zuständigen Rententräger zu begründen. Migräne. Migräne bezeichnet Kopfschmerzen, welche oft so anfallsartig, einseitig, pulsierend und mit Lichtscheu und Übelkeit auftreten. Mein Tipp: Sie sollten auf jeden Fall ein Migränetagebuch führen, denn die Nachweisführung bei einer Migräneerkrankung ist wie auch bei einer Depression vergleichsweise schwer festzustellen und nachzuweisen. Umso sorgsamer gilt es, eine resultierende Erwerbsminderung zu begründen, zumal wenn Ihr gesetzlicher Rentenbezug davon abhängt. Wir wissen wie. Parkinson-Krankheit und multiple Sklerose. Einmal eher unbekannte Krankheitsursachen und im anderen Fall eine chronisch entzündliche Autoimmunerkrankung mit den 1000 Gesichtern. Diese begegnen uns bei Rentenbescheid24 relativ häufig. Mit beiden Erkrankungen bleiben Sie oft noch lange arbeitsfähig, da es verschiedene Krankheitsverläufe gibt und längere Remissionen möglich sind. Andernfalls scheint bei längeren Krankheitsverläufen eine Erwerbsminderung, besonders wenn dann Konzentration nachlässt, Merkfähigkeit, Durchhaltefähigkeit, gut begründbar. Und wir helfen auch hier, die lange zögernden Prüfärzte der Deutschen Rentenversicherung zu überzeugen. Polyneuropathie. Polyneuropathie bezeichnet geschädigte Nerven, etwa in Armen und Beinen. Zu den häufigsten Ursachen gehören dabei Diabetes und Durchblutungsstörungen verschiedenster Ursache. Eine solche Diagnose führt möglicherweise auch zu einem Schwerbehindertenausweis. Dieser ermöglicht noch zusätzlich die Version einer vorgezogenen Altersrente.
gehen Sie mit uns die richtigen Schritte, um Ihre Chancen auf einen dauerhaften gesetzlichen Rentenbezug zu wahren. Wenn Sie Fragen zu voller oder teilweise Erwerbsminderung bei diesen neurologischen Erkrankungen haben, schreiben Sie uns unter anfrage@rentenbescheid24.de oder besuchen Sie uns auf unserer Website rentenbescheid24.de. Vielen Dank, dass Sie uns folgen, sich bei uns informieren. Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit. Herzlichst, Frank Weise von rentenbescheid24.de.